Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Style and Talk von mir. Ich zeige euch heute, wie ich diesen Look hier geschminkt habe und werde ganz viel mit euch über verschiedenste Themen quatschen. Also ich habe euch wie immer auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen an mich habt oder Themenvorschläge, über die ich reden soll. Und da kamen echt die unterschiedlichsten Themenvorschläge und Fragen, also von Eifersucht beim Feiern gehen, warum ich nicht Auto fahre, wie man mit schlechten Noten umgehen kann, wie man damit umgehen kann, wenn man wenige Freunde hat, meine Sportroutine und noch ganz, ganz vieles mehr. Achso, und das ist übrigens der Look für meine nachverlagerte Geburtstagsparty. Also ich hatte euch ja in meinem Geburtstagsvlog schon erzählt, dass ich nochmal mit meinen Freundinnen feiern gehen möchte. Also in Berlin gehen wir einfach in den Club und das findet eben heute statt. Deswegen dachte ich mir, drehe ich da gleich mal einen Style and Talk für euch und ich würde sagen, wir legen jetzt los mit dem Video. Beginnen wir mal mit der ersten Frage, die ja auch ganz gut zum heutigen Anlass passt und zwar Eifersucht beim Feiern gehen in Klammern. Mein Freund lässt mich ungern alleine raus. Also vielleicht erstmal zu meiner Situation. Ich muss sagen, dass das bei uns eigentlich gar kein Thema ist. Also generell Eifersucht eher nicht so und auch nicht beim Feiern gehen. Grundsätzlich muss ich sagen, finde ich so ein bisschen Eifersucht allerdings nicht schlimm in der Beziehung und auch nicht beim Feiern gehen. Aber dieses, mein Freund lässt mich ungern alleine raus, das finde ich schon problematisch, weil das ja schon so ein bisschen bestimmerische Züge hat und ich finde, das grenzt dann auch schon langsam an eine toxische Dynamik. Also zumindest, wenn es dann noch andere Sachen in die Richtung gibt mit Verboten oder irgendwie Erlaubnissen. Ich finde, sowas sollte es in der Beziehung grundsätzlich irgendwie nicht geben, weil man ja schlussendlich ein eigener und wahrscheinlich auch erwachsener Mensch ist, der selber Entscheidungen treffen kann. Ich weiß aber, dass das tatsächlich in vielen Beziehungen eben so ein Ding ist, also dass viele Boyfriends da so ein bisschen ein Problem damit haben, ihre Freundinnen alleine rauszulassen, gerade wenn jetzt irgendwie in der Runde noch Männer dabei sind oder Jungs. Und was da einfach wie bei jedem Problem in einer Beziehung hilft, ist offene Kommunikation, also dass man sich wirklich dann hinsetzt und fragt, hey, wovor hast du denn Angst? Also was ist denn das Schlimmste, was du denkst, was passieren könnte? Und dann kann man ja einfach nochmal drüber reden und dem Partner dann versichern, dass man zum Beispiel nicht mit irgendeinem anderen Mann irgendwie sexy tanzen würde oder sich irgendwie da anmachen lassen würde oder die Telefonnummer weitergibt oder sonst was. Und ich glaube, wenn man da einfach mal offen drüber kommuniziert, dann sind auch schon die größten Sorgen wirklich aus der Welt geschafft. Wie gesagt, bei uns ist das eigentlich gar kein Thema. Also wenn ich irgendwie sage, ich gehe feiern, dann fragt Robin nie, okay, sind da Männer dabei oder zieh dich nicht so und so an oder sowas. Also das ist noch nie vorgekommen bei uns und da bin ich auch wirklich sehr, sehr froh drüber. Ich denke, wir haben da mittlerweile auch echt eine gute Vertrauensbasis aufgebaut und wir wissen eben voneinander, dass wir niemals bestimmte Grenzen überschreiten würden und irgendwie, wie gesagt, unsere Telefonnummer weitergeben oder irgendwie grundsätzlich mit anderen Menschen im Club flirten oder sowas. Und weil diese Vertrauensbasis eben da ist, mache ich mir da jetzt auch gar keine Sorgen. Also ich meine, gut, ich muss dazu sagen, Robin ist eh sowieso fast nie feiern. Also er ist halt einfach gar nicht so der Partymensch. Einige fragen mich auch manchmal so, ja, gehst du denn nie mit Robin feiern? Ich so, nein. Also ich muss sagen, selbst wenn er ein Partymensch wäre, würde ich das wahrscheinlich nicht machen, weil ich finde, feiern gehen ist für mich irgendwie immer so ein richtiges Girls-Ding. Also so ein Mädelsabend-Ding und da will ich irgendwie nicht mit meinem Partner feiern gehen. Ich weiß nicht, manche machen das hier, aber ich glaube, ich hätte da irgendwie mehr Spaß grundsätzlich mit meinen Girls. Was ich aber dazu noch sagen wollte, Robin war tatsächlich vor noch nicht allzu langer Zeit selber mal feiern in Potsdam und dann kam er irgendwie um 3 Uhr nachts ziemlich beschwipst zurück und ich habe dann eben auch, einfach weil ich das mal so wissen wollte, gefragt, so ja, wie war es denn im Club und haben nicht irgendwelche Mädels einfach so angebaggert oder so und da hat er mir eben auch gesagt, ja, gab so einige, die irgendwie versucht haben, meine Telefonnummer zu klären oder so. Aber natürlich hat er das halt dann immer abgeblockt und die nicht rausgegeben. Aber ich muss sagen, dass ich in dem Moment gar nicht irgendwie wütend war oder so oder eifersüchtig, sondern ich weiß nicht, also dass ich mir irgendwie so dachte, ach cool, dass auch so andere Mädels ihn scheinbar irgendwie hot finden oder so. Das weiß jetzt nicht, ob das eine gesunde oder eine komische Einstellung dazu ist, aber ich meine, das war dann auch so die einzige Sache. Mehr haben wir dann auch nicht drüber geredet. Und heute Abend geht Robin dann auch nochmal mit seinen Jungs weg und ich mache mir da wirklich gar keine Sorgen, dass da irgendwas passiert. Also ich glaube, diese Vertrauensbasis ist wirklich das A und O. Und wenn man es nicht schafft, diese aufzubauen, dann gibt es so viele Probleme in der Beziehung, weil man ja immer versucht, dann irgendwie schlussendlich den Partner zu kontrollieren. Also sei es jetzt mit irgendwelchen Verboten oder von wegen, ja, das und das darfst du nicht anziehen, mit den und den Leuten darfst du dich nicht treffen. Und das führt früher oder später immer zu Streit und ist immer einfach dann irgendwie so eine komische, toxische Dynamik. Deswegen versucht wirklich in der Beziehung immer so ein Urvertrauen aufzubauen. Und sobald irgendwas passiert, was das Vertrauen
quasi zerschmettert, dann kann man ja immer noch sagen, okay, gut, jetzt ist die Vertrauensbasis nicht mehr da, aber schon von vornherein nicht zu vertrauen, finde ich halt manchmal irgendwie ein bisschen schwierig. Okay, weiter geht's mit der nächsten Frage. Warum fährst du nicht Auto? Diese Frage kommt tatsächlich häufiger auch so mal auf Instagram. Viele von euch denken auch, dass ich gar keinen Führerschein habe, aber ich habe tatsächlich einen Führerschein 2017 mit 17 Jahren gemacht. Allerdings bin ich wirklich das letzte Mal auch 2018 im Sommer Auto gefahren und habe ja auch kein eigenes Auto und ich glaube, das ist dann wie mit allem, wenn man eine Sache lange nicht gemacht hat, dann hat man irgendwie ein bisschen Angst davor. Also ich muss sagen, ich bin grundsätzlich früher, also als ich halt Fahrschule gemacht habe und so, gerne Auto gefahren, aber dann nach der Fahrschule hatte ich dann irgendwie so ein bisschen Angst davor, weil ich sag mal so, im Straßenverkehr kann ja unheimlich viel passieren und nach meiner Fahrprüfung war ich irgendwie auch noch nicht so sicher oder habe mich generell noch nicht so sicher gefühlt und ich bin dann glaube ich so 3-4 Mal alleine gefahren und da sind halt auch irgendwie fast immer so kleinere Sachen passiert und deswegen war ich dann so, okay, ich möchte erstmal nicht mehr Auto fahren und dann bin ich ja nach Potsdam umgezogen. Und wie gesagt, ich habe hier halt kein eigenes Auto. Es lohnt sich halt auch null, wenn man in einer größeren Stadt wohnt, finde ich, ein Auto zu haben, weil das Öffi-Netz in Potsdam und Berlin auch wirklich so gut ausgebaut ist. Also da kommst du immer besser mit Öffis als jetzt mit einem Auto und musst halt dann natürlich auch keinen Parkplatz suchen, wenn du mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bist, was halt echt in der größeren Stadt doch teilweise echt anstrengend sein kann. Und dadurch kam jetzt eben diese lange Pause zustande. Ich meine, Robin hat zwar auch ein Auto, aber das ist eben ein Sportwagen mit 185 PS, glaube ich. Und da war ich so, nee, das traue ich mir definitiv nicht zu, mit diesem Auto zu fahren. Weil wie gesagt, ich fühle mich einfach nicht super, super sicher und jetzt schon nach 4 Jahren Pause gleich recht nicht mehr. Ich werde das aber nicht an den Nagel hängen. Also ich werde jetzt nicht sagen, okay, dann fahre ich nie wieder Auto. Irgendwann werde ich mir sicherlich auch ein Auto holen, gerade wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wir ziehen aus der Stadt raus, bisschen in die Vorstadt oder so und dann lohnt sich das einfach mehr, mit einem Auto wirklich auch zu fahren oder ein Auto selber noch zu besitzen, weil man einfach mit den Öffis nicht so gut von A nach B kommt und dann habe ich mir auch gesagt, okay, nehme ich einfach noch ein paar Fahrstunden und dann geht's los. Das Ding ist ja halt auch, dass ich auf dem absoluten Dorf Fahrschule und Fahrprüfung gemacht habe, das heißt mit diesem Stadtverkehr würde ich, glaube ich, noch gar nicht so richtig klarkommen, weil ich das einfach noch nie so gelernt habe. Oder was heißt klarkommen? Ich würde mich einfach noch nicht so sicher fühlen. Deswegen, wie gesagt, würde ich einfach noch mal so ein paar Fahrstunden nehmen, wenn es dann mal soweit ist. Aber aktuell, muss ich sagen, finde ich das nicht schlimm, dass ich kein Auto habe. Und muss auch sagen, dass ich Öffi fahren total gerne mag. Also gerade jetzt, was so größere Strecken angeht, ICE fahren, finde ich total toll, weil das einfach super komfortabel ist. Man kann da auch arbeiten. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Sachsen zu meinen Eltern fahren würde und ich würde jedes Mal mit dem Auto fahren, dann würde ich mir Tür zu Tür ungefähr eine Stunde einsparen, je nach Staulage und so. Aber ich könnte ja die ganze Zeit nichts machen, weil ich mich ja natürlich auf den Verkehr konzentrieren muss. Während ich jetzt, wenn ich mit dem ICE fahre, locker über eine Stunde irgendwas arbeiten kann. Also sei es jetzt für die Uni oder sei es für YouTube oder so. Ein Video schneiden mache ich ganz oft, nehme ich einfach meinen Laptop mit und dann geht es dann los im Zug. Das finde ich einfach mega praktisch. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin eine mega gute Beifahrerin. Also es gibt ja so Leute, die irgendwie Angst davor haben, mit bestimmten eventuell rasant fahrenden Leuten mit dem Auto mitzufahren und dann halt die ganze Zeit so, ja, bremse oder fahr nicht so nah auf oder so. Aber ich bin halt irgendwie gar nicht so. Ich bin immer richtig gechillt als Beifahrerin und fühle mich irgendwie komischerweise auch immer sicherer, wenn ich Beifahrerin bin, als wenn ich selber damals Auto gefahren bin. Keine Ahnung warum. Ich habe da einfach wahrscheinlich zu viel Trust in die Leute gesetzt, weil also klar, Robin fährt jetzt halt super vorsichtig oder was heißt super vorsichtig, aber er hält sich halt auch an Geschwindigkeitsbegrenzungen und so. Aber früher bin ich halt schon teilweise auch so von der Schule mit einigen Leuten nach Hause gefahren, die definitiv sehr rasant gefahren sind. Und da hatte ich aber komischerweise auch nie Angst oder so. Nächste Frage, mit schlechten Noten umgehen. Ich muss sagen, das ist durchaus ein Thema, mit dem ich auch sehr lange gestruggelt habe und jetzt eventuell auch noch strugglen würde. Wenn ich sehr schlechte Noten bekommen würde, würde ich damit halt auch noch strugglen, aber das Ding ist halt, dass die Klausuren und generell Leistungen an meiner Fernuni halt sehr fair immer gestellt sind, sodass ich aktuell zumindest mit meinem Arbeitsaufwand da immer gute bis sehr gute Noten schreibe. Aber ich verstehe halt voll diesen Punkt dahinter. Also manche sagen ja immer so, oh, wenn du halt rumheulst, weil du eine schlechte Note bekommen hast, so, oh, du bist voll die Streberin oder so. Aber ich verstehe das total, diesen Punkt, dass man gerade, wenn man sich natürlich gut vorbereitet hat auf irgendeine Klausur und einfach mega viel Zeit investiert hat, mega gut gelernt hat und sich da den Kopf zerbrochen hat drüber und dann kommt halt trotzdem einfach keine gute Note raus, dass man sich natürlich ärgert, keine Frage, ne? Das ging mir gerade in meinem BWL-Studium in einigen Fächern da echt
ganz genau so. Den einzigen Tipp, den ich da jetzt für euch so spontan parat hätte, wäre einfach, dass man sich immer sagt, okay, das war nix, nächstes Mal wird's besser. Also gerade bei Klausuren an der Uni hat man ja meistens mehrere Versuche und da kann man sich einfach sagen, okay, das ist jetzt keine gute Note oder da bin ich ja durchgefallen, aber dann wird es eben beim nächsten Mal besser. Oder wenn man gerade durchgeschlittert ist mit einer 4.0, dann ist man eben durch, ne? Das ist ja auch dieser Spruch, den es an Unis da so gibt, durch ist durch. Also wenn man halt, selbst wenn man irgendwie mit einer 4.0 als Note da raus ist, hat man es wenigstens hinter sich gelassen. Ganz kurz, Leute, weil ich das gerade immer in der Kamera sehe, wie schön ist bitte meine neue Handyhülle. Das ist wieder eine von Burger, die heißt, also das Design heißt Mystic River. Ich habe dazu auch ein passendes AirPod Case. Und ich muss ja sagen, ich liebe die Hüllen von Burger so sehr. Also wirklich, seit ich dieses iPhone 12 Pro habe, habe ich nur Hüllen von Burger drauf, weil die zum einen das Handy super, super gut schützen. Also ich hau mein Handy halt leider auch regelmäßig runter und wirklich auch auf so Kopfsteinpflaster und so manchmal. Und es ist noch nie irgendwas kaputt gegangen daran. Und gleichzeitig sehen die auch so schön aus. Also wirklich, schaut da mal vorbei. Die haben so unfassbar schöne Designs. Ich kann mich da nie entscheiden, welche ich eigentlich haben möchte. Ich liebe aber immer besonders diese Marble Designs. Ich finde, das sieht immer so edel und schick aus und macht das Handy irgendwie gleich zu so einem richtigen Accessoire. Ich habe mir von Burger zwei Tough-Handy-Hüllen, eine passende AirPod-Hülle und eine iPad-Hülle ausgesucht. Die Tough-Hüllen haben eine doppelte Schutzschicht und eine Stoßdämpfung und auch eine kratzfeste, glänzende Oberfläche mit beständigen Designs. Das hier ist zum Beispiel die Hülle, die ich vorher drauf hatte und ihr seht, dass die immer noch wie neu aussieht, obwohl ich die wirklich lange drauf hatte. Die AirPod-Hülle habe ich mir, wie gesagt, passend zur Handyhülle geholt und die hat auch so einen Ring, an dem man sie zum Beispiel an der Tasche befestigen kann. Mein iPad hatte auch dringend eine neue Hülle nötig und die von Burger hat direkt einen Platz für den Apple Pencil und man kann das iPad damit auch hinstellen. Wenn ihr zwei Hüllen von Burger kauft, bekommt ihr zwei komplett kostenlos und mit meinem Code ElanorX15 gibt es nochmal 15% Rabatt obendrauf. Ich habe euch den Link zu Burger auch nochmal in die Infobox gesetzt. Die nächste Frage ist, wie kann ich damit umgehen, nur wenige Freunde zu haben? Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass es immer besser ist, wenige gute Freunde zu haben, als viele, ja, nicht so enge Freunde oder Fake Friends. Ich hatte das ja schon öfter mal erwähnt, dass ich mit Fake Friends beziehungsweise einfach mit, ja, einer Freundesgruppe früher in der Schule mich umgeben habe, die mich irgendwie scheinbar zumindest zum Ende der 12. Klasse nicht mehr so mochten und ja, halt dann teilweise mich auch ausgegrenzt haben und so. Und das Ganze war generell einfach eine richtig toxische Dynamik. Ich werde das jetzt nicht nochmal aufrollen, weil ich das echt schon öfter mal thematisiert habe. Darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Und wirklich, Leute, das hat mich mental damals einfach so mitgenommen. Und auch wenn wir quasi eine große Freundesgruppe waren, also ich glaube, wir waren insgesamt 6 oder 7 Mädels, also würde ich ja schon sagen, dass es eine große Gruppe ist. Und ich ja damit viele Freunde hatte in dem Sinne oder zumindest nach außen hin viele Freunde hatte, ging es mir wirklich so schlecht in dieser Zeit, weil ich das einfach nicht verstanden habe, wieso sich diese Freundesgruppe, mit der ich mich ja eine Zeit lang richtig, richtig gut verstanden habe und die ich ja trotzdem auch alle gerne mochte, wieso die sich auf einmal von mir so distanziert hatten. Und wenn ich in der Zeit wenigstens so 1, 2 Mädels gehabt hätte, die zu mir gehalten hätten und die sich nicht distanziert hätten, hinter meinem Rücken schlecht über mich geredet hätten, mich ausgegrenzt hätten und so weiter, dann hätte mir das einfach so krass geholfen. Ja, deswegen würde ich sagen, es ist grundsätzlich immer besser, wenige Freunde zu haben, die dafür aber wirklich zu dir halten und dich, egal was passiert, immer unterstützen. Das Wichtigste ist wirklich, dass man sich nicht über die Anzahl der Freunde definieren sollte. Also, dass man jetzt nicht sagt, okay, ich habe nur 2 Freunde, irgendwie scheint mich keiner zu mögen, was ist denn falsch mit mir? In vielen Fällen liegt es ja auch gar nicht an einem selber, sondern eher so ein bisschen an den Umständen. Also, wenn du zum Beispiel im Homeoffice arbeitest oder generell selbstständig bist, keine großartigen Arbeitskollegen irgendwie in deinem Alter hast, keine Kommilitonen oder so gerade siehst, weil du ein Fernstudium machst oder generell einfach nicht so gerne auf Leute zugehst, dann kann man ja wirklich schlecht neue Leute kennenlernen und dementsprechend auch schlecht neue Freundschaften schließen. Und da sollte man vielleicht eher einfach mal gucken, dass man da so ein bisschen über seinen eigenen Schatten springt und sagt, hey, so bei der nächsten Party versuche ich einfach mal da so ein bisschen mit den anderen Leuten das Gespräch zu suchen. Vielleicht finde ich ja irgendwie eine Person, die halt freundschaftlich gut zu mir passt oder so. Die nächste Frage fand ich irgendwie total süß, als ich die gelesen habe. Und zwar, gibt es etwas, was du deinem jüngeren Ich sagen möchtest? Ich habe da echt mal so ein bisschen drüber nachgedacht und dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, das Einzige, was ich so meinem jüngeren Ich sagen könnte, wäre einfach sowas wie, alles wird gut, es wird sich alles richten, mach dir keine Sorgen, alles, worüber du
die ja gerade jetzt Stress machst, wird in spätestens 2 Jahren absolut keine Rolle mehr spielen und du wirst neue Freunde finden, du wirst einen Menschen finden, der dich so liebt, wie du bist, ohne dich irgendwie zu betrügen und zu hintergehen. Also als kleine Backstory, wie gesagt, ich hatte diesen toxischen Freundeskreis damals, was mir halt extrem mental zu schaffen gemacht hat und wo ich halt auch irgendwie dann wirklich gedacht habe, okay, ich weiß nicht, ob ich jemals so Freunde finden werde, die nicht hinter meinem Rücken über mich lästern, weil ich dachte dann ab einem gewissen Punkt, okay, dann ist das scheinbar einfach so, dass Freunde halt auch mal schlecht über dich reden, bis ich dann irgendwann so meinen Wert erkannt habe und gedacht habe, nein, um Gottes Willen, es ist überhaupt nicht so, dass Freunde, also deine eigenen Freunde, schlecht über dich reden sollten. Genau, dann war es ja auch, also das sind wie gesagt gerade ganz alte Kamellen, die ich hier hochhole, aber es ist eben, wie, es geht ja gerade um mein jüngeres Ich. Also 2016 war es dann so, dass ich erfahren hatte, dass der Boyfriend, den ich zu dem Zeitpunkt hatte, mich einfach die ganze Beziehung lang, die ja auch nur 3 Monate ging, aber trotzdem einfach betrogen hatte. Und das war für mich damals auch irgendwie extrem schlimm. Also da ist für mich halt auch eine Welt zusammengebrochen, weil, keine Ahnung, also ich finde es einfach bis heute immer noch krass, wie Menschen überhaupt so betrügen können und das halt so die ganze Zeit nebenher. Also klar, so ein Seitensprung und dann halt zum Partner gehen und das beichten, das kann ich irgendwie noch nachvollziehen, auch wenn ich es selber so nicht machen würde, aber die ganze Beziehung lang so zweigleisig fahren, ich verstehe nicht, wie Menschen das mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Und damals habe ich mir dann eben auch gedacht, ja, ich weiß nicht, ob ich jemals jemanden finden werde, mit dem ich halt eine gesunde Beziehung führen kann, die nicht toxisch ist, beziehungsweise wo ich nicht betrogen werde und wo man sich vertrauen kann, wo man sich keine Sorgen machen muss, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass eben irgendwas passiert, wenn der Partner dann irgendwie mit seinen Jungs rausgeht oder so. Und es gab damals auch noch viele andere Sachen, über die ich mir Sorgen gemacht habe, zum Beispiel auch meinen Abischnitt, weil ich, also ich habe ja ursprünglich, jetzt für alle, die vielleicht neu dazugekommen sind, ein anderes Studium an der Uni Potsdam angefangen und dafür brauchte man einen NC von 1,6. Und ich hatte, glaube ich, in der 11. Klasse einen Schnitt von 1,7 oder so. Und ich habe mir da die ganze Zeit Sorgen gemacht, so, oh, was ist, wenn du diesen Schnitt von 1,6 nicht schaffst? So, was ist, wenn du dein Studium, was halt damals so mein Traumstudium war, was es schlussendlich dann nicht gewesen ist, aber in dem Moment erstmal, was ist, wenn du das dann halt nicht machen kannst? So, was ist dann dein Plan B und so? Schlussendlich hatte ich dann einen Abischnitt von 1,5. Das heißt, darüber brauchte ich mir dann keine Sorgen mehr machen. Und ich bin ja dann auch in diesen Studiengang reingekommen. Und dann hatten sich wirklich nach und nach so meine Probleme in Luft aufgelöst. Also ich habe dann eine schöne erste Wohnung in Potsdam gefunden. Also meine Studentenwohnung, die kennen ja ältere Zuschauer jetzt bestimmt auch noch, auch wenn die super klein war und ich da keine Waschmaschine drin haben durfte aus irgendeinem Grund, fand ich die Wohnung super süß und ich war auch mega happy und vor allem auch dankbar, dass ich eben eine eigene Wohnung haben konnte und nicht zum Beispiel in einem Studentenwohnheim wohnen musste, in Anführungszeichen. Also ich wollte das einfach nicht so gerne haben, deswegen war ich da einfach mega happy drüber. Genau, dann habe ich ja irgendwann Robin kennengelernt und vorher auch noch einige Freunde oder also Leute kennengelernt, die jetzt gute Freunde von mir sind. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, Mensch, alles, worüber du dir damals Sorgen gemacht hast, hat sich jetzt mittlerweile in Luft aufgelöst. Und ich denke, das ist auch ein guter Rat für die jüngeren Zuschauer unter euch. Also macht euch nicht so einen Stress, es wird alles gut. Also auch wenn ihr jetzt denkt, nee, es wird niemals besser oder ich werde hier aus dieser Situation niemals rauskommen, doch, es wird alles besser. Und das muss gar nicht lange dauern. Also das ging ja bei mir wirklich innerhalb von einem Jahr, hat sich mein Leben so krass verändert. Also im Jahr 2018, wenn ich mir Anfang 2018 versus Ende 2018 angucke, hat sich mein Leben einfach so krass verändert und ja, seitdem jetzt natürlich bis jetzt auch nochmal verändert. Und ja, deswegen hätte ich, wie gesagt, meinem jüngeren Ich gesagt, alles wird gut. Nochmal apropos jüngeres Ich. Ich finde es übrigens sehr funny, wie ich früher mir manchmal echt so vor Partyabenden erstmal so auf Pinterest oder bei YouTube so verschiedene Make-up-Looks rausgesucht habe, die ich gerne nachschminken möchte. Und jetzt bin ich so, also das habe ich dann meistens auch so wirklich Tage vor dem Partyabend gemacht. Und jetzt bin ich so, ja, also ich mache jetzt einfach irgendwas. Mal gucken, wie es dann schlussendlich wird. Dann kamen tatsächlich auch relativ viele Fragen zum Thema Sportroutine. Also wie oft, wie lange und was trainierst du genau? Also nach welchem Split und wie viele Rest-Days hast du? Also wir rollen das mal auf. Ich gehe ungefähr 4 bis 5 Mal die Woche ins Fitnessstudio, je nachdem, wie oft ich schaffe. Und mache davon entweder, also wenn ich 4-mal gehe, mache ich 2-mal Oberkörpertraining, 2-mal Beintraining. Und wenn ich 5-mal gehe, mache ich eben dieses 5. Mal noch einen Cardio-Tag. Also da mache ich dann meistens so Low-Intensity-Cardio, irgendwie so Incline-Walk, also bei hoher Steigung 6,5 km/h auf dem Laufband gehen oder irgendwie Fahrrad fahren oder sowas.
Und genau, mein Oberkörpertraining sieht immer so aus, dass ich 2 Push-Übungen mache, also zum Beispiel Bankdrücken, Chest Press, Liegestütze, alles, was so ein bisschen in die Push-Richtung geht, ne, oder Overhead Press, und eben 2 Pull-Übungen, also Latzüge, Rudern, alles, wo man eben irgendwas zu sich ranzieht. Genau, dass eben einmal der Rücken und alles so in dem vorderen Bereich mit abgedeckt wird. Und beim Beintraining mache ich meistens 3 bis 4 Übungen einfach an meinen Leg Days. Also meistens irgendwie Squats, Deadlifts, Hip Thrusts. Und als 4. Übung mache ich dann meistens irgendwas Leichteres. Also entweder Lunges mit einem relativ leichten Gewicht auf dem Rücken. Oder ich mache so diese 45-Grad-Bank, wo man dann so eine Scheibe vorne in die Hände nimmt und sich dann so, ich weiß gerade nicht genau, wie die Übung heißt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, gerade wenn das jetzt so warm ist, mache ich meistens an den Leg Days auch nur 3 Übungen. Da bin ich dann schon komplett fertig. Und ich mache von jeder Übung 4 bis 5 Sätze und stelle mir das Gewicht so ein, dass ich ungefähr 10 bis 12 Wiederholungen schaffe und dann ist wirklich Feierabend. Also, dass ich jetzt nicht die 12. Wiederholung gemacht habe und dann könnte ich aber auch noch 5 weitere machen, sondern die 12. Wiederholung ist dann schon zittrig. Die nächste Frage passt auch zum heutigen Anlass, und zwar: Hast du Angst vor K.O.-Tropfen oder Needle Spiking? Also vielleicht erstmal zu K.O.-Tropfen, weil ich glaube, jeder von euch weiß, was das ist. Da muss ich sagen, habe ich eigentlich nicht so eine große Angst davor, weil ich finde, dass man sich da ganz gut davor schützen kann, indem man zum Beispiel halt immer sein Glas irgendwie so hält und dann eben die ganze Zeit bei sich trägt oder zumindest im Auge behält, dann kann ja eigentlich niemand was reinmachen. Ich muss aber auch sagen, dass ich generell in Clubs eigentlich eher selten was trinke. Erstens, weil die Cocktails da immer so ultra teuer sind. Also ich glaube, ich habe einmal in einem Club einen Cocktail getrunken. Da war halt no joke über 75% einfach nur Eiswürfel und dann halt so ein ganz kleines bisschen Cocktail und dafür haben wir einfach 12 Euro bezahlt. I mean, come on, ne? Und deswegen trinke ich da meistens einfach nichts im Club und da ist das Problem dann auch schon aus der Welt geschafft. Was ich zum Beispiel definitiv nicht machen würde, da in diese Situation kam ich jetzt aber auch noch nicht, ich würde nicht, wenn ich jetzt irgendwie jemanden im Club kennengelernt habe, einfach so einen Drink holen lassen gehen und dann so, dass man das halt nicht sieht, diesen Drink annehmen und trinken. Das würde ich einfach nicht machen. Also selbst wenn die Person halt nett erscheint, du weißt ja nie, was da die Intentionen sind. Deswegen geht da einfach immer mit und guck genau, dass die da nichts irgendwie reinmachen. Ich habe das tatsächlich auch schon mal mitbekommen. Also wir waren halt mal in so einer Gruppe feiern, wo ich halt nur eine Person kannte. Also die eine Person war eine Freundin von mir und die anderen Personen waren Freunde von ihr. Und eine Person davon war das eben, die natürlich jetzt auch nicht so intelligenterweise, sage ich jetzt mal, aber in dem Moment denkst du dir da vielleicht nichts dabei, einen Shot von einem Stranger quasi da angenommen hat. Und dann hatten wir sie irgendwie richtig lange nicht gefunden. Also sie war irgendwie weg, ihre Tasche war noch an unserem Platz. Aber sie war halt einfach nicht aufzufinden, ist halt auch nicht ans Handy gegangen. Und dann sind wir natürlich auf die kluge Idee gekommen, einfach mal im Bad nachzugucken. Und sie hing da wirklich wie so ein Schluck Wasser irgendwie über der Toilettenbrille und konnte sich kaum bewegen. Und wir wussten halt erst gar nicht so richtig, was Phase ist. Also wir dachten erst so, okay, vielleicht hat sie einfach zu viel getrunken. Aber da kam halt auch das Clubpersonal noch rein und hat dann gesagt, nee, sie hat safe was bekommen. Und das Ding ist halt, also sie konnte sich kaum selber noch bewegen, deswegen musste man sie erstmal auf wie so eine Art Rollstuhl rauffrachten und dann irgendwie über den Hinterausgang raus und dann halt wurde natürlich der Krankenwagen gerufen und so. Ja, das ist wirklich alles keine schöne Angelegenheit, deswegen passt da auf jeden Fall auf. Dann gibt es aber ja jetzt noch das Needle Spiking. Also Needle Spiking bedeutet, dass die, ich weiß nicht, ob es K.O.-Tropfen sind oder Betäubungsmittel per Spritze injiziert wird, und das ist halt irgendwie ein relativ neues Phänomen, was jetzt vor allem in britischen Clubs aufgetreten ist, aber auch in Belgien und Frankreich und ich glaube auch 2-mal in Berlin bis jetzt. Ich bin auf dieses Needle Spiking aufmerksam geworden durch ein Video vom Kanal Brust raus, ich glaube letzte Woche oder so, und übrigens, gutes Video, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Nachdem ich dieses Video geguckt habe, war ich schon so, okay, war mir ein bisschen mulmig zumute, gerade weil ich ja da auch schon wusste, dass ich jetzt heute feiern gehen möchte. Das Ding ist halt, dass du dich ja dagegen nicht so gut schützen kannst oder das nicht, dem nicht entgegenwirken kannst, indem du zum Beispiel wie bei Getränken einfach sagst, okay, dann trinke ich einfach nichts im Club, sondern das kann dir ja quasi immer passieren. Ich denke, was man da aber machen kann, ist, dass man natürlich definitiv nicht alleine feiern geht. Also gerade in so einer größeren Stadt ist das, denke ich, schon gefährlich, weil wenn irgendwas mit dir ist, hast du ja nicht so einen richtigen Ansprechpartner, außer jetzt vielleicht das Clubpersonal. Aber da weiß man halt auch nicht immer, ob die dann so caring sind oder ob die dich nicht im schlimmsten Fall irgendwie vor die Tür setzen, weil die denken, du bist irgendwie zu betrunken oder sowas. Also das habe ich auch schon mal mitbekommen, dass
dass dann eine Person da einfach vor die Tür gesetzt wurde, obwohl sie vielleicht eigentlich Hilfe benötigt hat. Finde ich übrigens das allerletzte, wenn Clubbetreiber sowas machen oder die Security davon. Und ansonsten kann man sich ja immer so gegenüber aufstellen, also wenn man jetzt in einer größeren Gruppe oder auch nur zu zweit ist, sodass du eben sehen kannst, was hinter der anderen Person abgeht und die andere Person sehen kann, was hinter dir abgeht. Und da kann ja, glaube ich, jetzt dann niemand sich so sneaky irgendwie dahin schleichen und dir irgendwie eine Spritze verabreichen. Schlussendlich muss man natürlich auch sagen, dass das jetzt noch nicht, also gerade in Deutschland, nicht so häufig vorgekommen ist. Es gibt ja auch Taschenkontrollen und ja, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es einen da erwischt, ist vielleicht schlussendlich doch gar nicht so hoch. Ich muss sagen, vor diesem Needle-Spiking, dadurch, dass ich das letztens halt erst so gehört hatte, habe ich jetzt schon ein bisschen mehr Angst oder würde ich mich generell halt ein bisschen mehr vorsehen, sage ich jetzt mal. Aber generell versuche ich mir von sowas jetzt nicht den Spaß zu nehmen und mir da jetzt nicht allzu große Sorgen zu machen, sondern einfach auszumachen, hey, wenn irgendwas ist, dann sage ich dir das und wenn mit dir irgendwas ist, dann sagst du mir das, wenn man jetzt irgendwie mindestens zu zweit feiern geht oder in der Gruppe. Und wenn man da gute Freunde hat, kümmern die sich natürlich auch sofort um einen und wenn man da schnell ärztliche Hilfe bekommt im Ernstfall, dann ist ja, denke ich mal, auch alles gut. Und ja, ich glaube, das ist jetzt so die sinnvollste Herangehensweise. Also man sollte jetzt natürlich nicht sagen, oh, wenn es jetzt sowas gibt, dann kann ich nie wieder feiern gehen oder so. Das wäre ja auch Quatsch. So, jetzt kommen wir wieder zu einem ganz anderen Thema. Und zwar gibt es Videos, die du bereust. Also wahrscheinlich jetzt auf YouTube bezogen. Nein, tatsächlich nicht. Also ich muss generell sagen, ich bin kein Mensch, der generell so Sachen großartig bereut. Oder überhaupt so, also klar, ich habe Reue als Gefühl in mir, wenn ich zum Beispiel irgendwas falsch gemacht habe und irgendeine Person dadurch verletzt habe, dann bereue ich das auch. Aber ich meine damit jetzt eher so Handlungen, die man vielleicht vor einiger Zeit gemacht hat und die aus heutiger Sicht eventuell cringe sind, wie eben so alte Videos von mir. Die bereue ich eigentlich nicht, weil ich finde, also klar, wenn ich meine alten Videos angucke, wie gesagt, cringe ich mich auch weg und kann die eigentlich auch nicht so richtig angucken, weil ich das einfach so krass finde, wie anders ich früher teilweise noch war. Ich mache ja jetzt schon seit fast 7 Jahren YouTube und die ersten Videos sind immer noch online. Die werde ich auch nicht runternehmen, weil ich denke mir halt so, das ist ein Teil von mir. Auf der anderen Seite siehst du ja auch erst dadurch, dass du jetzt über dein früheres Verhalten dich so wegcringst, dass du dich halt weiterentwickelt hast. Also wenn du jetzt Videos angucken würdest von, keine Ahnung, 2016 und sagen würdest, oh cool, würde ich jetzt noch genauso machen, dann hast du dich ja quasi null weiterentwickelt. Also klar, manche Leute waren vielleicht auch 2016 mit ihrer Personality einfach schon in Ordnung, ich jetzt definitiv noch nicht. Deswegen ist das eben so, aber nö, ich bereue eigentlich kein Video, was ich jemals gemacht habe. Deswegen sind ja auch meine Videos noch online. Also voll viele YouTuber, jetzt no disrespect oder so, aber voll viele YouTuber löschen ja dann so ihre ersten Videos und die kann man ja dann gar nicht mehr angucken. Dann scrollst du runter und siehst irgendwie so Videos von vor einem Jahr oder so als erste. Aber ja, ich finde es ja auch schön, dann irgendwie so diese Entwicklung ansehen zu können. Und ich muss auch sagen, einige schreiben mir dann manchmal so auf Instagram so, ja, ich habe gerade so alte Videos von dir angeguckt und du hast dich voll krass weiterentwickelt und so. Und das freut mich dann halt auch, wenn das andere so sehen. Zum Schluss wollte ich jetzt noch gerne über ein Thema sprechen, wo mir vorhin eine Zuschauerin eine Nachricht geschrieben hat. Und zwar ging es um das Thema Alleinsein bzw. ohne den Partner sein. Weil sie meinte also zu mir, ja, ich bin in einer ähnlichen Situation. Also ich lebe auch mit meinem Partner zusammen und wir sehen uns halt sehr viel und wenn der halt nicht da ist, dann fühle ich mich halt direkt irgendwie so richtig lonely und alleine. Also das ist ja bei Robin und mir genauso. Also wir arbeiten ja beide von zu Hause aus und ich stehe auch von zu Hause aus. Das heißt, wir sehen uns eigentlich fast den ganzen Tag und jeden Tag. Und jetzt war ja Robin vor einer Woche, 2 Wochen lang in Norwegen im Urlaub. Also wir haben uns halt quasi für unsere Verhältnisse richtig lange nicht gesehen. Aber ich muss sagen, ich bin damit eigentlich echt gut umgegangen, konnte... Also hatte ich jetzt gar nicht so das Gefühl irgendwie, dass ich alleine bin oder habe mich auch nicht einsam gefühlt oder so in der Wohnung. Einfach indem ich mich darauf fokussiert habe, dass das natürlich erstens nicht von unendlicher Dauer ist. Also ich wusste ja, okay, an dem und dem Tag kommt ja Robin wieder, ne? Und bis zu dem Tag kann ich ja einfach das genießen, was ich jetzt hier in der Wohnung alleine machen kann, was ich vielleicht nicht machen könnte, wenn Robin wieder da wäre. Zum Beispiel habe ich voll oft dann irgendwie abends so Schnulzen auf unserem Fernseher, auf Netflix angeschaut, was ich ja jetzt sonst nicht machen könnte, weil Robin will halt oft abends natürlich auch entweder eine Serie mal schauen, weil er tagsüber arbeitet und dann auch mal abschalten möchte oder er zockt dann mit seinen Jungs und deswegen kann ich ja oft jetzt da auch nicht so mein Zeug über den Fernseher anschauen. Ist jetzt auch nicht schlimm, aber ne? Und ich hatte ansonsten auch unser großes Bett für mich alleine, also wir haben ja, ich glaube 1,80 Meter ist das Bett im Hintergrund und das ist schon nice, wenn man da
komplett alleine drin schlafen kann und sich da quasi diagonal einmal reinlegen kann. Ich finde generell, dass es ein ziemlich wichtiger Skill ist, sich alleine beschäftigen zu können, beziehungsweise alleine sein zu können. Weil wenn du das nicht kannst, dann bist du ja quasi immer darauf angewiesen, dass du entweder mit deinem Partner oder mit Freunden irgendwie was machst, um happy zu sein. Also ich meine, klar, wenn du jetzt wochenlang alleine nur mit dir selber dich beschäftigst, dann wirst du irgendwann einsam, natürlich. Aber manche, inklusive mir, vor einigen Jahren können das ja noch nicht mal so richtig irgendwie 2-3 Tage nur alleine zu sein. Ich finde, das sollte man eben schon können, damit man ja quasi auch so eine gewisse Unabhängigkeit bewahren kann und nicht so sich auf andere Leute immer verlassen muss. So, ich werde jetzt ganz kurz noch off-camera meine Haare machen. Also ich brauche da den großen Spiegel im Bad dafür. Ich bin gleich wieder da. Ich habe mir jetzt einfach so einen sleeken Pferdeschwanz gemacht. Also ursprünglich wollte ich meine Haare offen tragen und locken. Aber dann dachte ich mir so, bei den Temperaturen ist das vielleicht keine gute Idee, weil ich ja auch so ein Kopfschwitzer bin. Und ich glaube, wenn die Haare offen sind, dann produziert das wirklich nochmal so viel mehr Wärme, als wenn man die einfach schön aus dem Gesicht und aus dem Nacken raus hat. Und ich finde, das sieht eigentlich auch mal recht schick aus und ist jetzt halt auch super schnell gemacht gewesen. Und an der Stelle bringen wir das Style & Talk jetzt auch mal zu Ende. Ich glaube, das Video ist richtig lang geworden. Also ich sitze zumindest schon seit über einer Stunde hier und quatsche mit euch. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt super gerne auch weitere Themen mal in die Kommentare, die ihr vielleicht in zukünftigen Style & Talks oder so ähnlichen Videoformaten hören wollt. Habt ansonsten noch eine gute Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.